Hallöchen Leute, hier ist euer Saxi Baxi und ja, wir spielen weiter mit Load 4, der fucking Roboter, mich fucking Fresse, fucking fuck. Schau mich an. Und hab mich am Schnellstück, what the fuck? So. Könnte ich weitergehen, aber wir müssen zu dieser Roboter, wir haben hier diese Ratten. Angel überlebt. Sozusagen. Klemmt. Bringt nichts. Das klemmt. Arsch. Also wenn es klemmt, dann muss ich wahrscheinlich weitergehen. Scheiße. Wie soll die da hin? Da gibt es Tür noch. Okay. Gut zu wissen. Schau gleich. Gleich kommt was. Und ich, Scheiße, du bist hier. Fuck, ich hab gedacht, der teleportiert sich hier. Nee, von mir. Okay. Juhu. Niemand. Ist okay bis jetzt? Ist euch ein Terminal gesperrt? Oh. Öffnen. Hä? Schon wieder hier? Wir behalten dich im Auge. Läuft. Hey, warte mal. Welche Mission habe ich überhaupt? Die, ja genau. Okay. Kaputt. Gehörst du zur Volldeck-Sicherheit? Ich habe schon lange auf dich gewartet. Öffne die Tür. Mach einfach die Tür für mich auf. Ich melde mit Freude, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Selber freilassen? Nicht natürlich. Natürlich nicht. Bin autorisiert. Ich bin sowas von autorisiert. Du bist frei. Sehr gut. Ich hatte schon fast die Öffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Ich mach die Tür auf. Lal! Ja, ich bin sowas von autorisiert. Ja, ist gut. Wenn du ein Volltech-Mitarbeiter bist, gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandheilmittel. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Beachte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Juhu! Wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Nur eins. Du kannst gehen. Du kannst gehen. Ich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Was? Oh, was haben wir hier? Schön. Ausgezeichnet. Nice. Oh, Blut, 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 Blut. Ich bin nicht blöd, nur Blut. Diese Feuer könnte sie mit mir nicht reden.
Der kommt oder der kann nicht kommen? Naja, der kommt nicht. Okay. Gut. Benötigst du etwas? LOL! Wo ist mein Hund? Was? Ich bin nach unten. Ich hab gedacht, ich habe alles hier erledigt. Ich muss nach unten noch gehen. Hä? Ich verstehe sich selber gar nichts. Aber ich wahrscheinlich muss zu dem Doktor gehen jetzt. Da gehe ich gleich. Ah, voll viel Wert bringen diese Punkten. Dann mir Türe, dann muss ich zur Türe gehen. Dann nicht, dann ja, dann nicht. Juhu. Komm, gib mir. Du wirst ja langsam ein Stammgast. Aha. Ach du Scheiße, der Roboter ist wieder da. Ich hole meinen Hund jetzt. Juhu! Endlich. Diese ganze Zeit mit Aufzug zu gehen. Schon anstrengende Arbeit. Ich bin bald... Ach, der ist unten, okay. Gut zu wissen. Na, kann ja einfach runtergehen. Ja, da ist er. Hallo, Dr. Forsyth. Das Heilmittel. Du hast es. Nein, habe ich nicht. Es ist ausgehend. Nur ein für sie, für mich. Wir teilen uns auf. Wie geht es auf dir? Wie geht es außen? Meinst du, er überlebt die Behandlung? Sie ist kurz nachdem du gegangen bist, bewusstlos geworden. Dann auf nur ein für mich. Es ist aus. Hier, hast du mir noch was zu sagen? Heilmittel und benutze es bei dem Jungen. Nur eine Dosis. Hoffentlich funktioniert es. Wenn es nicht, können wir nichts analysieren, um es nochmal zu versuchen. Hoffentlich funktioniert es. Ich habe gehört, du bist wieder da. Na komm. Ja. Warum zum Teufel bist du an solch einen Ort gegangen? Hier passiert nie irgendwas Aufregendes. Ich wollte nur sehen, was da drin war. Wäre diese Person nicht gewesen, hättest du sterben können. Danke. Ich weiß, bitte, dass du Opfer gebracht hast, um ihn zu retten. Ich weiß, dass Dr. Penske dankbar sein wird. Ich für meinen Teil möchte dir diesen Injektor geben. Ich habe seit Jahren schon keine Verwendung dafür. Sie ist nicht die Einzige. Okay. Ah, Waffe. Für dich allein. Es ist im Hauptsaal auf der linken Seite, wenn du aus dem Aufzug kommst. Noch einmal. Danke. Ich hoffe, dir gefällt deine Unterkunft. Ich wollte mich noch einmal für das bedanken, was du für Austin getan hast. Du hast dir vielen Leuten die Augen geöffnet. Mir ebenfalls. Ich wusste gar nicht, welche. Ich komme gleich. So. Bei mir ist Post gekommen, leider. Jetzt musste ich kurz abbrechen, Leute. So, machen wir weiter. Kannst du über Tech? Was weißt du über Vault-Tec? Leider nicht viel. Ich war mein ganzes Leben lang dankbar für den Vault, für die Mauern, die uns mehr als zwei Jahrhunderte beschützt haben.
aber ich hatte nicht einmal Kontakt mit ihnen. Du hattest Glück. Voltec hat es verdient. Voltec ist Geschichte. Voltec war ein korruptes Unternehmen. Sie haben hier unten genau das bekommen, was sie verdienten. Angesichts dessen, was ich gesehen habe, stimme ich dir zu. Ich denke nur ungern daran, was die wohl mit uns vorgehabt haben. Aber sehen wir positiv, du hast unsere Anti-Commonwealth-Leute echt beeindruckt. Jetzt wird ihnen bewusst, dass man Leuten von draußen vertrauen kann und dass sie mehr als nur Materiallieferanten sind. Du bist hier immer willkommen und ich hoffe, dass du regelmäßig vorbeischaust. Wenn wir jemanden von draußen haben, dem wir vertrauen, würde uns das daran erinnern, dass man das Commonwealth nicht fürchten und meiden. Oh mein Gott! Ja. Wenn du einen Augenblick Zeit, ich war so viele Jahre lang gefangen. Es gebührt sich wohl, dir für deine Rolle bei meiner Rettung zu danken. Ich habe mein ganzes Leben hier im Vault verbracht. Ich habe alles analysiert und gelernt, was dieser Ort zu bieten hat. Also muss ich jetzt den Rest des Commonwealths sehen, mit Wissenschaftlern sprechen, mehr Daten finden und meine Hypothesen testen. Hilf für den Volt. Du bist der Defekt. Nein, vor den Außenweltwerten. Ich fürchte, du. Was willst du da oben lernen? Hier unten haben wir ein geschlossenes System. Und ohne neue Mutagene, Viren und Bakterien ist hier nicht los, medizinisch gesehen. Die Welt dort oben ist unendlich komplex. Wer weiß, welche Krankheiten man dort finden und erforschen kann. Nach den Bomben steht es mit der Wissenschaft im Commonwealth nicht zum Besten. Aber es gibt doch sicher noch Gelehrte dort draußen. Oder zumindest Daten. Bitte, Monsieur, nimmst du mich mit dir? Was kannst du tun? Vielleicht später gehen. Bitte sich anzuschließen. Na gut, komm mit. Hervorragend. Na, von mir aus. Dogmette nach Oberland. Boah. Nach Oberland, Nordhang Beach, not be belief, Grey Grandin, Sinkton Hill, Red Rock, die Burg. Okay, nach Burg. Dass du Austin das Leben gerettet hast. Wir schulden dir was. Okay. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Okay. So. Nächste Mission, nächste Glück und nächste Mission wird, keine Ahnung. Ah, Pitbull, genau. Nehmen wir die alleroberste Mission. Also das heißt, müssen wir erstmal rausgehen. Warte. Vielleicht kann man was verkaufen, weil, ja, ist nicht da. Supi. Also irgendwie Tasse, das kann man warten. Du hast Mumm, den Pip-Boy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass dir den noch keiner klauen wollte. Weil der, wer wollte mir klauen, dann würde tot. So. Die Leute hier werden dir nie vergessen, was du für Austin getan hast. Juhu! Och, der verfolgt mir immer noch. K.
Komm, geh mir raus. Alter, immer mehr begleiten. Du. Wo ist mein Hund? Mein Hund! Kaum zu glauben, dass Austin fast gestorben wäre, sieht man ihm gar nicht mehr an. So. Ach so, mein Hund ist nach Burg gegangen. Jetzt weiß ich, okay. Ja. Okay. Karte kurz. Wow, muss übertrieben weit. Ich hoffe, das ist nicht das, was ich denke. Wenn ja, dann wechsle ich die Mission gleich. Und das ist was anderes. Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Sag ich euch, meiner Sicht nach, den Hund war besser. Alter. Radio. Ein Red. 33, nicht schlecht. Becher, nein. Oh, das funktioniert aber, nee, danke. Becher, Bleistift. Will ich nicht. Wow, was war das denn? Alter. Ich bin nicht sicher, aber ja, nehme ich. Ah, Korken, sehr schön. Wecker. Safe. Das Schloss sieht stabil aus. Für Meister, oh mein Gott. Weißt du was? Kannst du es eigentlich im Auge halten? Oh, Pistol. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir wollen da auf andere Seite gehen, müssen wir. Gehen wir weiter und weit.
Das ist Insektenstadt oder was? Voll mit Insekten hier ist. Gehen wir da lang? Schon ganz nah dran. Speichern wir kurz. Ah, apropos. Von hinten ist auch gut, gell? Das nehme ich, das brauche ich nicht. Das ist eine schlechte Idee. Aber nein, danke. Sehen wir am Leben noch? Ich glaube langsam weniger. Wieso habe ich dir geholfen, du Depp? Dass du kannst mich abknallen oder was? Hier ist einer. Ja, Radioaktivschutz, das war nicht schlecht, aber nee. Wo ist die? Das muss ja nicht sein. Weil du schießt auf mich, dann ja. Okay. Ich habe nicht viel Muni, aber was ist das? Ah, okay. Ich habe gedacht, das Herz oder irgendwas ähnliches. Juhu, was haben wir da? Muni und... Das kenne ich nicht. Hey, du trägst zu viel. Ja, ich Jod. Toll. So, das mag ich am meisten. Kleidung. Nee. Schmeißen wir das weg. Was ist von Schrott? Was trage ich von Schrott an? Hätte Gewicht. 3 Kilo. Schmeißen das weg. Knochen. Wozu brauche ich Knochen? Und das wiegt schon auch nicht wenig. Auto speichern, okay. Kata? Ashes, geh nach Hause. Aaron vermisst dich. Moment mal, Ashes. Das ist nicht die, die von Vault? Ja? Lol. Nicht schlecht.
So. Na, voll Nachrichten, ja klar. Okay. Die Volt haben wir ja schon erreicht. Gehen wir auch, müssen wir durch die Tür durch herein gehen. Oder auf Aufzug. Juhu. Und nach unten, glaube ich. Wir müssen da lang gehen. Die ist hier, sollte sein. Aaron hat mir erzählt, wie du Austin das Leben gerettet hast. Für jemanden von draußen bist du wohl gar nicht so übel. Hallo. Wo die Cutter? Ashes, du hast ihn gefunden. Vielen Dank. Ich hatte solche Angst um ihn. Belohnung? Nee, ich weiß. Gerne geschehen. Gern geschehen. Ich bin so froh, dass er in Sicherheit ist. Ashes, böses Kätzchen. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Und Mama wird mich zwingen, dass ich dich bade. Ich weiß, ich mag das auch nicht. Aber ich bin froh, dass du wieder da bist. Juhu! Hier, Cutter. So Leute, das war's. Wir sehen uns nächstes Mal. Und wenn ihr diese Folge gefallen, macht Daumen nach oben. Und wenn ihr wollt, weiter Folgen nicht verpassen, dann abonniert meinen Kanal. Tschüssi.